Mammographie wird empfohlen, ich empfehle es nicht. Der Grund, angeblich sollen 90% der Fälle früh erkannt werden, der Brustkrebsfälle. Und darum wird öffentlich empfohlen, die Damen zwischen 50 und 70, auch jüngere schon, sollen zur Mammographie gehen. Wenn man sich die Zahlen mal richtig anschaut, es wird gesagt öffentlich 90% Früherkennung, stimmt so nicht. Wenn 1000 Frauen regelmäßig gehen, 10 Jahre lang, hat eine halbe Frau, also 0,5%, hat einen Vorteil. Denn ein Krebs früher kann in ganzen Zahlen ausgedrückt. Bei 2000 Frauen, die 10 Jahre gehen zur Mammographie, hat eine einen Vorteil. Im Gegenteil haben mindestens 200 Frauen von 2000 einen Nachteil durch eine falsche Diagnose, falsch positiv. Wenn ihr erstmal in Angst und Schrecken versetzt, und erst durch Nachfolgeuntersuchungen wie Biopsie wird geklärt, ob ein Brustkrebs dahinter steckt oder nicht. Wenn das Verhältnis andersrum wäre, 200 erkannte Fälle und eine Fehldiagnose, würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber so ist es mehr Unheil, als es ein Segen ist für die Damen, für die Frauen. Ich schicke meine Patienten nicht. Von 1000 Frauen haben 8 einen Brustkrebs, rein statistisch. Von den 8 werden 7 erkannt. Jetzt wird gesagt, das ist eine Genauigkeit von 90%, etwas aufgerundet. Aber bezogen auf 1000 ist das 0, nichts, also 0,5 irgendwas. Also völlig, völlig falsche Zahlen. Es wird immer die relativen Zahlen genannt, aber nicht die absoluten Zahlen. Absolut wäre, von 2000 Frauen hat eine einen Vorteil, alle anderen eher nicht. Ich sage nicht, machen Sie nichts, das sage ich nicht. Ich sage regelmäßiges Abtasten der Brust. Am besten nach der Periode, nach der Regel. Wenn man was tastet, Gynäkologen nachtasten lassen, wenn der auch was tastet, Ultraschall, noch völlig auf der gesunden Seite. Und wenn immer noch ein Risiko, ein Verdacht besteht, dann bitte ein Kernspin machen. Kernspin, MRI, hat die doppelte Aussagekraft und null Strahlenbelastung. Gerade die Mammographie hat eine sehr hohe Strahlenbelastung, ist schmerzhaft, hohe Strahlenbelastung. Und in meinen Augen völlig überflüssig, geht völlig am Ziel vorbei.